Ja, ich weiß, ich tu dir auch nichts. Scheiße, es ist voll schwer, ich weiß das noch. Ich kann mich da so genau daran erinnern, weil es eben so schwer war. Okay. Irgendwie wollte ich da jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig rein. Ich bin da jetzt nur halbherzig reingesprungen, wie ich ehrlich bin. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ah, dabei schleiche ich mich ganz gut eigentlich. Ah, da bin ich ja schon. Lol. Nee, es war's doch noch nicht. Nee, denke ich mir. Scheiße, ich habe den gar nicht gesehen. Wie geht der denn? Das wäre interessant zu wissen. Bleibt er da stehen? In welche Richtung schaut er? Ich sehe es bei dem fucking Helm gar nicht. Weg von mir schaut er. Okay, warte, ich möchte mal kurz hier nochmal hochgehen. Okay, da stehen jede Menge, aber die machen mir nicht so viel Angst, ehrlich gesagt. Ich möchte hier rüber, so. Ja, genau das wollte ich. Das sind verdammt viele. Komme ich da unentdeckt dahinter? Ne. Das kann mir keiner erzählen, oder? Was mache ich denn? Freunde, das war verdammt viel Glück. Die haben es voll nicht gemerkt. Aha. Aha, ja, die fliehen jetzt natürlich, das ist logisch. Boah, was schießt denn da so extrem auf mich? Ach, da! Boah, ey! Das ist ja voll der Psycho. Bin mir gar nicht sicher, ob ich auf dem Pferd drauf Medizin nehmen kann. Boah, du Arschloch. Hör auf zu schießen, Alter. Weh, du triffst mein schönes Pferd. Boah, er hat's getroffen, oder? Nee. Boah, ich wette mit euch, es gibt dann am Ende so ein schönes Luftattentat oder so. Wo ist denn jetzt los? Aha. Boah, wie geil. Boah, das ist ja mal richtig geil, Mann. Mit den Maschinengewehren kommen, aha. Warum das denn? Natürlich, er will es für sich selbst benutzen. Eigentlich eine geile Idee. Oh Gott. Um Gottes Willen. Wie macht man das, Freunde? Taktische Kamera. Ah. Ah, ich kann die umfahren. Ach so, ich dachte schon. Geil wäre natürlich, wenn hinten wer drauf sitzt und man... Das ist geil. Ah, jetzt kann ich schießen. Wie geil. Lol, an das kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Lol, kaum geht zum Schießen und ich kann nicht zielen. Nein, ich habe das schöne Pferd getroffen. Lol. Lol. Urgeil, Alter. Die Mission ist ja richtig nice. Lol. Voll geil, die Mission. An das kann ich mich null erinnern. Das ist voll geil. Wow, 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 wow. Fuck, Mann, ist das riskant, was der jetzt so hier abzieht, ey. Checkpoint erreicht.
Und da kommen sie schon. Bleibt auf der Straße! Gell? Ist voll nervig. Was jetzt? Was passiert hier an da? Boah, die machen aber Damage mit ihren Gewehren oder was die da haben. Mann! Jawohl! Oh fuck, Mann! Von links, von links! Wow! Wie viele von euch gibt es denn? Okay, frage ich mich auch. Oh. Jawohl! Oh yeah. Wie geil ist das bitte? Das ist voll nice. Erinnert irgendwie an Red Dead Redemption gerade. Wie viele von diesen Dingern gibt es denn? Da habe ich auch so eine ähnliche Mission gehabt. Oh Gott. Geht heim! Wenn nicht, werdet ihr alle sterben! Oh oh, was machst du denn? Il mondo è migliore. Wieso? Ich dachte, er will die Waffe für sich haben. Wäre eigentlich gar nicht mehr so schlecht gewesen. Ja, das habe ich nicht geschafft, ja. Egal. Hauptsache, wir haben das mit den Baupläne gut hinbekommen. Scheiß drauf. Das haben wir nämlich beachtlich gut hinbekommen. Das habe ich beim letzten Mal wirklich nicht so gut hinbekommen. Da habe ich oft gefailt eigentlich bei dieser Mission. Aber die ging beachtlich gut. Ist echt eine saugeile Mission, muss ich sagen. Sehr nice. Joa. Ach, hör auf, ist die Mission weit weg. Meine Güte. Warte mal, gibt es hier irgendwo irgendwas? Da ist auch ein Borgia-Turm, gell? Ja. Man weiß halt nicht. Ja, was es in der Nähe gibt, ne? Das ist es halt. Freunde, ich mach mal den Aussichtsturm, damit ich einfach ein bisschen was sehe. Sonst sehe ich einfach zu wenig. Das ist voll kacke. Ich muss nämlich ungefähr wissen, was da dort in der Nähe ist und ob sich der Borgia-Turm dementsprechend lohnt, weißt du? Das möchte ich einfach. Bosch, verpiss euch doch, die stehen voll im Weg. Wo ist der Aussichtsturm? Oh, ich glaube, der ist noch nicht mal zu erklimmen. Da kann ich mich auch dran erinnern, weil ich da gut mal eine Stunde probiert habe, wie man den erklimmen kann. Offscreen natürlich. Damals, ja, ja. Da ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Bin aber niemals auf die Idee gekommen, dass man den erst ausbauen muss. Glaube ich zumindest. Ja, ja, den kannst du nicht. Nee, nee, den kannst du noch nicht machen. Ah, den kannst du noch nicht machen. Schade. Egal. Schauen wir, ob der Borgia-Turm möglich ist. Bärtchen? Ach, da ist es. Hä, wo ist es hin? What the? Lol. Ist wieder abgehauen, das Pferd. Ach, da unten war's. Komm her, Pferdchen. So. Wir machen jetzt eine Reise. Und zwar zu diesem Borgia-Turm. Ich hoffe, dass der nicht mehr umstellt ist, damit ich da mal rein kann, Alter. Nee, ist immer noch. Das verstehe ich nicht, Alter.
Dann hätten sie den gar nicht erst auf die Karte machen müssen, sonst macht man sich immer wieder die Mühe und schaut nach, obwohl es voll unnötig ist. Kann ich wenigstens den Rekruten holen? Ne, der ist auch genau da drin, Mann. Mann, ey. Was ist nicht gelernt, ey. Gut, dann hole ich den da, der liegt so schön am Weg. Jojo. Okay. Der ist eh nicht so weit weg. Was ist denn das eigentlich? Was ist das? Dieses Gebäude steht... Ja. Leck mich doch, ey. Na, den kann ich ja eben nicht anzünden. Das ist es ja. Zeigt's mir extra noch, weißt du? Ich kann aber nicht mal. Oder geht's jetzt dann? Vielleicht muss ich das nur aktivieren. Kann ja sein, oder? Ne, schau, wie behindert das Spiel ist. Sagt mir, soll das machen, komm doch gar nicht hin. Oh Mann, ey. Das hätte man echt besser lösen können. Einfach nicht auf der Karte anzeigen. Sondern erst, wenn er verfügbar ist. Wie kann man so simple Dinge falsch machen? So. Ah ja, komm. Komm schon, ohne Kampf wird ein Ende viel angenehmer. Guck mal, er sticht keinen von irgendwen um. Gar nichts. Von hinten sticht er gar nichts mehr ab, meine ich. Wie geil. Echt ohne Scheiß, wie geil haben sie das schon wieder gemacht. Eieiei, in Assassin's Creed 2 ging das. Von hinten schön meucheln. Das war immer so die geil. Die Befreiung Roms hat begonnen. Hab Dank, das war knapp. Aber alleine überlebe ich hier draußen keinen weiteren Tag. Könnt ihr mir helfen? Ich würde gerne an eurer Seite kämpfen. Natürlich, Mann, dafür habe ich dich doch befreit. Lauf, lauf, Forrest! So, komm, hier nehmen wir nochmal den runter. Ja. Was anderes bleibt nicht übrig. Gibt's... Wo ist die Mission? Hier. Was gibt's denn auf dem Weg? Ein Borgia-Turm, der mich nicht interessiert. Und sonst nichts, ne? Nö. Ne, sonst gibt's tatsächlich nichts. Ja, hier oben Borgia-Turm, aber der interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerade. Ja, dann. Dann mache ich aber noch den Aussichtsturm. Komm, den machen wir noch. Dann ist da schon mal auch aktualisiert, weißt du? Und dann können wir weitermachen. Sind wir immer noch Kapitel 3, Freunde? Ich weiß das gar nicht. Ach, da hab gar nicht so drauf geachtet. Guck mal, wie schön hier die Wiese ist. Das ist ja geil. Ich muss nachher unbedingt mal eine Aufnahme pausen. Was zum... Ich werde doch wohl noch in die Stadt dürfen, Alter. Sollen das? Ach so, ja, ich kann eh. Ja, muss ich halt das Pferd wieder kurz abstellen, Mann. Aber wie weit reicht denn die Absperrung hier? Das ist aber genug mal. Jawohl, und jetzt kann ich reiten. Du bist da, komm her. So, und los geht's. Ist nicht mehr weit. So, die wollte ich eigentlich umreiten, aber egal. Ich hasse die Bettler. Weiber hier die ganze Zeit, die nerven einfach übelst. So. Ja, da vorne ist es eh schon, wir müssen nur der Straße folgen. Hoppala, nicht in den Wachen rein. Den Aussichtsturm können wir, soweit ich weiß, auch noch nicht machen. Ich bin mir aber nicht sicher. Das weiß ich wirklich nicht. Aber der ist jetzt erstmal uninteressant. Ich mache nur den in der Stadt, damit wir da ein bisschen mehr Aussicht haben. Deswegen ja auch Aussichtsturm. Stehst du? So. Da vorne haben wir es eh gleich. Jawohl, ja, da sind wir schon. Ah, ne, doch nicht. Wurscht, den Rest laufe ich zu Fuß, das geht schneller. Durch die normale Stadt, durch die Innenstadt ist tausendmal besser zu Fuß. Das geht viel, viel flinker. Ich habe auch noch
Siehst du? Kann nämlich über alles drüber springen. Muss nicht um Ecken reiten oder sonst was, sondern kann einfach alles hier schön und so weiter. Und zack. Siehst du, wie schnell das geht? Das ist Wahnsinn, Traum. Ah, da oben. So. Ich weiß, Freunde, es geht ein bisschen schleppend voran. Ich bin ja eigentlich auch ein Fanatiker von Spielfluss, aber hier können wir echt mal eine Ausnahme machen. Vor allem die Rekruten, die sind ja voll wichtig und so, weißt du. Die Borchertürme hasse ich selber auch, aber die sind nützlich. Das habe ich schon 10-mal erwähnt, ich sag's euch immer wieder, gell, aber ich muss das einfach sagen. Damit ich euch immer wieder vor Augen halte, warum wir das tun, verstehst du? So. Boah, es war aber ein knapper Sprung, der hätte auch ins Auge gehen können. Siehst du, schon haben wir auch schon hier auf der Dingens hier eine Bank markiert bekommen. Die werde ich jetzt mal glatt aussuchen und mein Geld abheben. Was kostet die? 1200, ja komm, gib her. Das ist schon wenig Geld. In Anzi 2 ging das schneller. Ja, wenigstens haben wir überhaupt was oben. Passt schon. So, und jetzt gehe ich zum Schmied und kaufe mir mal hier schön meine Armbrust. Ja, her damit. Boah, endlich. Munition? Ja, gib mal her. Beide kannst du auch von den Wachen plündern, ist eigentlich voll unnötig. Rüstung, gibt's da was Neues? Armschützer, guck mal. 1000 kosten die, wie viel habe ich nicht? Das geht sich aus, ja. Aber was gibt's bei Waffen? Kann ich alles nicht tragen, ey. Oh, das kann ich aber tragen, das ist gut. Welches haben wir? Genau das da. Das hat gleich viel Schaden, nur dass es halt mehr Schutz hat und Tempo. Tempo ist immer gut eigentlich. Aber mich interessiert ehrlich gesagt, na wobei. Schau mal, es hat Gesundheit. Wir können das eh manchmal wirklich gebrauchen, die Gesundheit. Gib mal her. Ist ja wohl, schaden kann es wirklich nicht. 1700 haben wir noch. Können wir uns irgendwas kaufen? Boah, der ist ja geil. Was muss ich dafür machen? Gar nichts. Ich muss ihn nur kaufen, aber ich habe das Geld nicht. Ja, 15 Schuss hat man, davon kann man 15 Wachen umlegen, das ist schon eine Menge. Ja gut, passt schon, vorerst mal. Seht, jetzt haben wir auch die Armbrust hier am Rücken, sieht voll cool aus. Was schleicht ich erst? Aber wann kommt denn endlich mal ein neues Grab? Ich will unbedingt ein Grab machen, Alter. Ich hab so Bock drauf auf ein Grab. Das kann doch nicht sein, dass hier kein Grab mehr kommt. So, rein in die gute Stube. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes. Aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel.
Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Okay, die Karte auf dem Schreibtisch ansehen. Aha. Ah. Ein neues Assassinensignal wurde verliehen. Ja, ja. Guck mal, die sind aufgestiegen, die drei, was wir ja geschickt haben. Erfolgreich abgeschossen, die haben die Mission geschafft. Super, oder? Moment, Freunde.